Simpson herumstanden, wollte Dumas mir nichts sagen. Er hielt sich zurück, weil es die Leute nichts anging. Wenig später kam er zu mir und sagte, sag den Veranstaltern Bescheid. Simpson ist tot. Simpsons Leichnam wird per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Avignon gebracht. Zum Erstaunen aller weigert sich Dr. Dumas, den Totenschein auszustellen. Meine Entscheidung blieb natürlich nicht ohne Folgen. Die Polizei und ein Untersuchungsrichter wurden eingeschaltet und so wurde der Vorfall ordnungsgemäß untersucht. So konnte die Sache nicht einfach abgetan werden. Ja, das ist richtig. Dadurch konnte niemand sagen, dass Simpson an einem Hitzschlag gestorben sei. Das ist in solchen Fällen die häufigste Erklärung. Nach dem Tod von Simpson, an dessen Gedenkstein immer noch Touristen Halt machen, wurden die Veranstalter von Radrennen dazu verpflichtet, Anti-Doping-Kontrollen durchzuführen. Jean-Pierre de Mondenard, Arzt der Tour de France, war mehrere Jahre für diese Kontrollen verantwortlich. Er hat festgestellt, dass die Radrennfahrer alle möglichen Kontrolllücken ausnutzten. Manche praktizierten sogar die sogenannte rückführende Blasenkatheterisierung. Wenn ein Radrennfahrer wusste, dass eine Kontrolle bevorstand, urinierte er kurz vor der Kontrolle. Dann führte er destilliertes Wasser oder sauberen Urin mit Hilfe eines Katheters in die Blase ein. Der Katheter ist ein kleiner Schlauch, der durch das Glied bis in die Blase geschoben wird. Dann wurde die Flüssigkeit in die Blase gespritzt. Der Rennfahrer ging in die Kontrolle und urinierte den sauberen Urin, den er kurz zuvor in die Blase gespritzt hatte. Cette urine préparée à l'avance et remise dans la vessie. Donc ça exposait à des infections. Schwere Blaseninfektionen waren die Folge. Dieses Verfahren ist nicht unbedenklich und vor allem sehr schmerzhaft und unangenehm. Aber einige wenden es immer noch an, um ungeschoren durch die Kontrolle zu kommen. Dennoch werden viele Rennen nicht kontrolliert, insbesondere die Straßenrennen, die nach der Tour de France stattfinden. Ich habe bei drei Straßenrennen, die nach der Tour de France stattfanden, Amphetamine eingenommen. Ich habe es in erster Linie gemacht, weil ich Geld brauchte und auch, weil ich wusste, dass das Rennen von Anfang an ein einziger Schwindel war. Die Sieger standen schon vor dem Rennen fest. Wir, die Teilnehmer, haben uns versammelt und wussten dann, wer gewinnen sollte. Es sollte derjenige sein, den sich die Leute vor Ort als Champion wünschten. Aber wir mussten trotzdem alle sehr schnell fahren, damit das Rennen ein schönes Spektakel hergab. Also fuhren wir alle über 35 Stundenkilometer. Um diese Leistung zu erbringen, nahm ich Amphetamine. Aber nur, weil ich wusste, dass das ganze Rennen manipuliert war. Wenn es sich um ein normales Rennen gehandelt hätte, bei dem jeder sein Äußerstes gibt, um zu gewinnen, hätte ich nichts eingenommen. Das hätte mir mein Gewissen nicht erlaubt. Als ich die Amphetamine nahm, konnte ich noch nicht wissen, welche Wirkung sie auf mich haben würden. Ich war nicht mehr derselbe Radrennfahrer. Plötzlich war ich ein ganz anderer Mensch. Ich war nicht mehr ängstlich und unsicher, sondern ganz selbstbewusst, aggressiv und zuversichtlich. Die geistige Verfassung spielt beim Sport eine wichtige Rolle. Da ich in einer sehr guten geistigen Verfassung war, erreichte ich plötzlich ein ganz anderes Niveau. Hat sie das beunruhigt? Ja, vor allem dachte ich an seine Gesundheit und weil ich wusste, dass er es nicht aus freien Stücken tat. Es ging gegen sein Ehrgefühl. Er ist ein sehr anständiger Mensch und wollte es nicht machen, weil er es nicht für richtig hielt. Die medizinische Forschung entwickelt ständig neue Dopingmittel. Sie sollen die Leistung steigern, dürfen aber bei Kontrollen nicht nachweisbar sein. Deshalb ist es am besten, Hormone einzusetzen, die der menschliche Körper selbst produziert, wie zum Beispiel das Wachstumshormon, das allerdings die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit auslösen kann. Und seit 1988 wird auch das Hormon Erythropoietin, kurz EPO, eingesetzt. Das Hormon EPO vermehrt die roten Blutkörperchen.
sodass mehr Sauerstoff zu den Muskelzellen transportiert werden kann. Um die Anzahl der roten Blutkörperchen zu erhöhen, wird das Hormon mehrere Wochen lang subkutan oder intravenös, in den meisten Fällen subkutan, injiziert. Wenn die Muskeln mit einer größeren Menge Sauerstoff versorgt werden, steigt die Leistungskraft des Menschen und die Erschöpfungserscheinungen nehmen ab. Aber die Behandlung mit EPO hat auch ernste gesundheitliche Auswirkungen. Es können sich Thrombosen oder Herzstörungen entwickeln. Denn nachts, wenn die Sportler zur Ruhe kommen, verlangsamt sich der Puls. Dadurch erhöht sich die Konzentration der roten Blutkörperchen. Das heißt, wenn das Blut langsamer fließt, kann es zu tödlicher Thrombose oder zum Herzstillstand kommen. In den 90er Jahren sind mehrere holländische Spitzensportler gestorben. Höchstwahrscheinlich, weil sie mit EPO gedoppt worden sind. Seit 3 Monaten werden Blutproben vorgenommen, um das Doping mit EPO nachzuweisen. Bei dieser Kontrolle wird das Hämatokrit der Sportler, das heißt der Anteil an roten Blutkörperchen, gemessen. Wenn mehr als 50% rote Blutkörperchen nachgewiesen werden, wird der Rennfahrer sanktioniert. Diese Zahl ist jedoch nicht sehr aussagekräftig. Das Hämatokrit darf 50% betragen. Das heißt, wenn ich schon ohne EPO 49% rote Blutkörperchen im Blut habe, kann ich mir nicht erlauben, an einem Trainingsprogramm in den Bergen teilzunehmen. Die Menge an roten Blutkörperchen würde nämlich dann höchstwahrscheinlich auf über 50% steigen. Aber ein Radrennfahrer, dessen Hämatokrit 43% beträgt, kann nach den Regeln der Blutkontrolle mit EPO gedopt werden, weil der Anteil an roten Blutkörperchen dann nur auf 49% oder 50% steigen würde. Diese Art von Kontrolle ist also wirklich lächerlich. Diese scheinheiligen Dopingkontrollen wurden nur eingeführt, um die Öffentlichkeit und die Medien zu beruhigen. Dabei geht es weniger um die Gesundheit der Sportler oder um die Einhaltung der Spielregeln. Wenn die Veranstalter des internationalen Radrennsports wirklich das Doping bekämpfen wollten, müssen sie viel strengere Kontrollen einführen. Einige Radsportteams bekamen sogar ein eigenes Budget für Dopingmittel. Aber es wäre doch viel sinnvoller, dieses Geld in den Anti-Doping-Kampf zu investieren. Das würde alles viel einfacher machen und außerdem wäre es dann ein gesunder und sauberer Sport. Dafür müsste viel mehr Geld aufgebracht werden. Warum finanzieren die Sportvereine die Dopingbekämpfung nicht über einen Anteil der Mitgliedsbeiträge? Wenn 30 oder 40 Millionen Francs in ein Radsportteam investiert werden, könnte auch ein Teil davon in die Anti-Doping-Kampagne fließen. Die Veranstalter des internationalen Radsports wollen davon nichts wissen. Dennoch ist es höchste Zeit, eine andere Richtung einzuschlagen, denn heute ist der professionelle Radsport tödlich. Anfang des Jahrhunderts erreichten die Sieger der Tour de France ein Alter von bis zu 74 Jahren, obwohl die Lebenserwartung der Bevölkerung in dieser Zeit nur bei 47 Jahren lag. Seit dem Krieg sterben die Profis der Tour de France im Durchschnitt im Alter von 60 Jahren, während der Rest der Bevölkerung durchschnittlich 78 Jahre erreicht. Zahlen, die nachdenklich machen. Einige große Radprofis haben ihre Karriere vorzeitig beendet, aber viele wollen weiterhin der Sieger sein. Koste es, was es wolle. Now tell yourself, all right, Antoine, look where you're going. I won't let you fall, so you just turn it. Just turn it like that. When you look at what they're doing now. Wenn ich heute sehe, wozu Sportler in der Lage sind, um das EPO in ihrem Körper zu vertuschen, dann hat der Sport für mich keine Zukunft mehr. Ich möchte auf keinen Fall, dass meine Kinder professionelle Radrennfahrer werden. Ich mache mir große Sorgen um die jungen Menschen, die Hochleistungssportler werden wollen. Vor jeder Etappe der Tour de France, wenn sie morgens aufstehen, jagen sie sich einmal eine Spritze in den Arm und messen ihre roten Blutkörperchen. Es ist eine Tragödie, dass es so etwas beim Sport gibt. Und jetzt sind wir hier an diesem Punkt, weil die Verantwortlichen die ersten Alarmzeichen einfach ignoriert haben. Die Einzelsportarten haben keine Zukunft mehr. Ich glaube, dass der Sport tot ist und es ist sehr, sehr traurig.